Du möchtest deinen YouTube-Kanal voranbringen, wenn möglich auch damit Geld verdienen, aber du bekommst keine Likes, keine Kommentare und auch keine Abonnenten, dann musst du diese drei Dinge tun. Ich bin Agent Martina. Martina Kütter. Im Dienste ihrer Majestät, dem Unbewussten. Mein Spezialgebiet sind Soft Skills für die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich leite die Akademie für Sie. Schau doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Aber genug. Was du unbedingt tun musst, um deinen YouTube-Kanal voranzubringen. Nun, Online-Marketing funktioniert nur, wenn du es praktizierst. Und das kannst du direkt mit und im Marketing-Club mit uns gemeinsam tun. Also melde dich einfach zum Online-Marketing-Club an. Das ist nämlich Marketing in der Praxis. Wir bringen deinen YouTube-Kanal auf Vordermann oder Vorderfrau. Dieses Format von Femtotal aus Köln ist eine Netzwerkveranstaltung, die wir erstens dafür nutzen, zu netzwerken, uns kennenzulernen und uns vorzustellen. Zweitens betreiben wir aktives Online-Marketing. Das heißt, wir setzen das, was wir gelernt haben, direkt um, während unseres Netzwerkabends, ganz relaxed und ohne viel Aufwand. Klingt das gut? Und drittens tust du mit deiner Anmeldung mehr, als du denkst. Mit deiner Teilnahme tust du etwas für dein Business, machst kostenlos Marketing, du vernetzt dich und lernst Tipps, Tricks für deine berufliche Sichtbarkeit. Und das Allerbeste. Mit deiner Anmeldung tust du gleichzeitig etwas für unsere Kinder und für die Umwelt. Du fragst, wieso das? Den Beitrag, den du für den Online-Marketing-Club zahlst, wird von mir zu 50% an das Projekt Trees for the Kids gespendet. Ich bin total begeistert von diesem Projekt, denn das Projekt sieht so aus, dass wir eine Spendensumme von 650 Euro sammeln bis Ende 2021, um einen Baum auf dem Gelände von dem Umweltzentrum Friesheimer Busch in Erfstadt zu pflanzen. Und du kannst dabei sein, denn alles ist ganz transparent. Das heißt, du kannst überprüfen, wo die Spende hingeht und gleichzeitig das Umweltzentrum kennenlernen. Denn das ist ein ausgesprochen interessantes Projekt. Dort sind mehrere Vereine zu Hause und es ist eine wunderbare Möglichkeit, wo Kinder eine Umweltbildung genießen können und das in der Umwelt, also in der Natur. So, das heißt, ein Baum pflanzen macht vielleicht nicht so viel Sinn, aber es ermöglicht Kindern und uns Erwachsenen auch ein Bewusstsein zu schaffen, nämlich für unsere Umwelt und für das Klima. Das Projekt bekannt zu machen, welches die Umweltbildung fördert, ist eben ein Interesse dahinter, wenn wir einen Baum pflanzen. So, also sei dabei, mach Online-Marketing, bring deinen YouTube-Kanal auf Vorderfrau und melde dich an zum Marketing-Club. Also, ich freue mich auf dich.